Omid, du spielst Bijan in der ARD-Serie Unsere wunderbaren Jahre, die zweite Staffel, die im März jetzt zu sehen ist, ne? Richtig. 6 Folgen und erst in der Mediathek und dann auch ab 9., glaube ich, oder? Ab dem Oder 11., glaube 11., 11. März im normalen Fernsehen. ich. Richtig, genau. Du bist neu in der Serie und es geht gleich richtig gut los in der ersten Folge, ne? Dein bester Richtig. Freund holt dich mit einem geklauten Auto ab, ne? Richtig. Bei der Abi-Verleihung. Genau. Magst du uns ein bisschen was erzählen über deine Rolle, Bijan? Was ist er wie ein Mensch und wo kommt er her? Also der Bijan ist der Sohn von zwei Iranern. Also er ist quasi Diaspora-Iraner in Altena, der einzige mit Migrationshintergrund auch. Und sein bester Freund ist eben Vinne. Ich glaube, Vinne ist auch der einzige, mit dem er sich so wirklich verstehen kann und ja, wo er sich nicht rassistisch angefeindet fühlt. Ich glaube, Bijan ist ein sehr, sehr intelligenter Junge gewesen von klein auf. Ich glaube, das hat man. Seine Eltern haben ihn auch gezwungen, sich sehr zu bilden und haben ihm sehr früh klar gemacht, wenn du hier eine Zukunft haben möchtest, dann musst du so deutsch wie möglich sein. Und ich glaube, das hat ihn auch immer gestört ein wenig, weil er gerne den Bezug zu seiner Heimat auch hätte. Und die haben ihm seine Eltern bewusst irgendwie jetzt nicht genommen, aber auf jeden Fall reduziert, damit er sich besser integrieren kann, in Anführungsstrichen. Und die machen ihm auch klar, dass er hohen Druck hat. Der muss der Beste in der Klasse sein, der muss der Beste in der Schule sein, der muss in allem der Beste sein, er darf nicht auffallen. Und ist einfach schon sehr früh mit Ungerechtigkeit in Verbindung gekommen und das stört ihn sehr. Und da passt die Zeit, in der er groß geworden ist, sehr gut. Und der entscheidet sich dann irgendwann politisch aktiv zu werden, genau wegen diesen Ungerechtigkeiten, mit denen er tagtäglich zu leben hat und seine Eltern auch. Da passt es ja auch gut rein, dass der Schah von Persien, also Richtig. Iran, auf Staatsbesuch kommen will und er will mit Winne Richtig. Zu nach den Demos. Berlin, ne? Richtig. Und Pudding auf den Schar schmeißen. Genau. Genau. Mit dem Pudding, das habe ich irgendwie nicht so ganz kapiert. Was soll das? Oder was hat es damit auf sich? Naja, das kann ich dir so genau nicht beantworten, aber ich glaube einfach, das waren sehr, sehr junge Menschen, die einfach auf jeden Fall rebellieren wollten und die hatten weder Waffen noch was anderes. Und ich glaube, der Bijan wusste, wenn er Steine auf den Schar schmeißt, dann wird er sehr viele Probleme kriegen und das nicht nur von seinen Eltern. Ich glaube, deshalb hat er sich für Pudding entschieden. Genau, ja. Aber vielleicht kannst du uns seine Entwicklung ein bisschen beschreiben, wie er, ja, oder genau, er ist ja der Einzige mit ausländischem Hintergrund oder Wurzeln. Und wo will er hin? Was will er erreichen? Also ich glaube, bei Bijan, die Entwicklung, die man auf jeden Fall bemerkt und sehen kann, ist, dass er sich von den Fesseln seiner Familie befreit und sich dafür entscheidet, das zu tun, was er eigentlich immer machen wollte. Und zwar sich politisch engagieren und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit für ihn. Und ja, der möchte sein Leben damit widmen. Dem widmen quasi gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen. Und seine Eltern sehen das halt nicht so. Seine Eltern wollten, dass er in Bonn studiert. Und er wollte das halt einfach nicht. Er wollte nach Berlin ziehen, er wollte gegen Ungerechtigkeit kämpfen, er wollte politisch aktiv sein. Und dafür entscheidet er sich. Und das ist ein sehr, sehr großer Schritt in seiner Entwicklung, wenn man bedenkt, wie er am Anfang war und wie er sich zu verhalten hatte. Und er hatte auch immer das Gefühl, dass er nicht der sein kann, der er sein möchte. Und deshalb zieht er dann irgendwann auch nach Berlin. Und da merkt man auf jeden Fall, wenn er dann zurück in Altena ist, dass der nicht so ist wie am Anfang. Genau, also ich würde sagen, diese Entwicklung ist auf jeden Fall da. Und auf jeden Fall merkt man danach auch, dass er in seiner politischen Laufbahn immer weiter nach vorne kommt, bessere Reputation kriegt und so weiter. Und dann wird es heftig, sage ich mal. Mehr will ich dazu nicht sagen. Können wir nicht verraten, ne? Nee, nee. Aber vielleicht kannst du Bijan mal, wenn du seine Figur siehst und dich selber siehst. Hättest du an Bijans Stelle sein wollen zu der Zeit? In der Zeit leben wollen? Nein, ich glaube nicht. Also in der Konstellation auf jeden Fall nicht. Ich meine,
Ich glaube, fast alle, wenn nicht alle mit Migrationshintergrund hier in Deutschland wissen auch, wie es ist, Rassismus zu erfahren. Aber man muss da auf jeden Fall auch die Grenze ziehen und auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht dasselbe wie damals. Also damals war das ja sehr, sehr viel heftiger und intensiver, würde ich sagen. Damit will ich jetzt nicht abstreiten, dass es heute keinen Rassismus mehr gibt, auf gar keinen Fall. Es gibt es einen sehr starken sogar immer wieder mal. Aber damals war das schon sehr, sehr heftig. Also wirklich der Einzige mit Migrationshintergrund zu sein, sich immer beweisen zu müssen, auch immer wieder mal wirklich wie Dreck behandelt zu werden, das ist da halt einfach anders als zur heutigen Zeit. Und ich hatte auch sehr viel Druck in meiner Jugend, aber nicht denselben Druck wie Bijan. Das muss man ganz klar sagen. Also von daher würde ich die Frage jetzt mit Nein beantworten. Das würde ich nicht so gern wollen. Also ich bin relativ dankbar, dass ich zur jetzigen Zeit in Deutschland lebe. Kanntest du die Zeit, in der das spielt? Das sind ja die Ende 60er Jahre. Das war ja so ein, ja, wie sagt man jetzt, Zeitpunkt, wo sich viel auch verändert hat in Deutschland, viel in Bewegung gekommen ist. Wusstest du das alles, was ihr in der Serie jetzt auch darstellt über diese Zeit? Also alles wusste ich nicht, aber ich wusste auf jeden Fall, also ich habe mich sehr stark auch vor der Serie mit der Nachkriegszeit in Deutschland beschäftigt, mit dem Kalten Krieg und allem, was auch in Deutschland passiert ist. Das hat mich schon immer sehr, sehr interessiert, um ehrlich zu sein. Aber das Schöne an dieser Serie ist, obwohl ich relativ viel Wissen hatte, habe ich ja sehr, sehr viel Neues auch dazugelernt. Ich meine, wir hatten auch Zugriff zu Archivmaterial und konnten sehen, ja, was die Leute damals im Fernsehen gesehen haben und so weiter und so fort. Und viele Sachen wusste ich natürlich auch nicht. Also ich wusste auf jeden Fall, dass Ausländer es schwer hatten. Aber ich wusste nicht, wie schlecht Gastarbeiter hier behandelt worden sind, was für Arbeiten die machen mussten, wo die geschlafen haben und so weiter und so fort. Also vieles wusste ich auch nicht. Aber vieles halt eben auch schon. Wenn du auf die Dreharbeiten mal zurückschaust, gibt es eine Lieblingsszene oder eine Lieblingsepisode? Das würde ich, um ehrlich zu sein, nicht so sagen. Ich fand sehr, sehr viele Szenen sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Szene für mich war die mit Rocío, also mit Gabriela, wo ich sie quasi im Wald entdecke und sie zurückbringe und ich sie quasi befrage, was da passiert ist mit Winne. Die Szene fand ich sehr stark. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich die beste Szene die mit Winne im Auto auf dem Weg nach Berlin. Das hat schon sehr, sehr Spaß gemacht im Oldtimer. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen Einblick geben in die Dreharbeiten, wie sowas überhaupt abläuft. Vorbereitung und Kostüm, was macht das aus mit dir? Spielt das überhaupt eine Rolle bei der Vorbereitung, wenn man in die Kostüme schlüpft oder so? Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich glaube jetzt bei diesem Projekt auf jeden Fall. Also ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig. Auch für die Regisseurin, für Mira war das sehr, sehr wichtig, damit das wirklich authentisch ist. Und es war auch sehr, sehr authentisch. Und das hilft dir halt auch als Schauspieler, wenn du dann eine historische Serie drehst, dass es da auch irgendwie historisch authentisch ist, ne? Also das hilft dir schon auch bei der Rolle und daran zu arbeiten. Also ich würde sagen, dass das sehr, sehr wichtig war. Und das war jetzt in dem Sinne relativ, also es war ein anderes Projekt als sonst, würde ich mal sagen, weil es eben so historisch war und Mira hat auch echt sehr darauf geachtet, dass wir wirklich die Rhetorik benutzen, die damals benutzt wurde Stimmt, und die Sprache war die ja auch noch ein Sprache bisschen anders, ne? auf jeden Fall, die war ganz, ganz anders. Also ich musste Mira zwei, dreimal fragen, ob ich das Wort okay benutzen darf und alles Mögliche. Also ist jetzt nur ein kleines Beispiel, ne? Und die Mira wusste das halt tatsächlich auch immer. Und war da auch sehr, sehr picky, muss man auch ehrlich sagen, was ich auch super fand, damit es eben so authentisch wie möglich bleibt. Also sie hat uns sehr viel Freiraum gelassen auf jeden Fall, aber wir hatten auch unsere Grenzen und das war, glaube ich, in dem Fall auch gut so. Das sind Grenzen, die wir gebraucht haben. Und genau das macht die Serie am Ende auch aus. Ich würde sagen, die Serie sieht, von der Inszenierung ist sie sehr, sehr authentisch, sehr, sehr schön geworden. Und das war mir persönlich auch wichtig, Ihr um habt ehrlich ja zu auch in sein. der Nähe dort gedreht, also in NRW, Richtig, Köln und Umgebung. Köln und Umgebung, ja. Hat bestimmt auch dann zu der Authentizität etwas Beigetragen, beigetragen. auf jeden Fall. Also, wenn man sich allein die Wolfswerke reinzieht und anschaut, dann merkt man schon, oh krass,
Das sieht schon, also es Wo war auf habt ihr jeden das gefunden? Du, ich habe gar nichts gefunden, ich habe nur gedreht, aber das weiß ich, um ehrlich zu sein, wirklich nicht. Aber ich weiß nur, dass ich es gefunden habe und dass es sehr, sehr gut funktioniert. Und Ja. das war, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, auf jeden Fall imposanter Anblick, muss ich Ja, ganz ehrlich sagen. Und finde ich auch. das fand ich auch sehr, sehr schön, um ehrlich zu sein. Und faszinierend auch, ne, wie authentisch da gearbeitet worden ist. Das fand ich sehr, sehr wichtig und professionell auch, um ehrlich zu sein. Jetzt bin ich mit meinen Fragen eigentlich am Ende. Gibt es noch was, was du uns über die Serie verraten kannst oder worauf die Zuschauer sich freuen können? Naja, worauf sie sich freuen können, ich glaube, die können sich wirklich darauf freuen, zu sehen, wie sehr viele Generationen eine Zeit erzählen mit sehr, sehr vielen verschiedenen Perspektiven. Ich glaube, keine Perspektive ist zu 100% richtig oder auch falsch. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Das bedeutet nicht, dass es die allgemeine Wahrheit ist, aber halt aus der eigenen Perspektive und aus der eigenen Wahrnehmung. Und ich glaube, die Serie spiegelt sehr gut wider, wie schwierig es ist, wahrzunehmen und wie jeder eine andere Wahrnehmung hat und Zeit auch anders erlebt und wie die Jugend einfach auch eine Veränderung wollte und warum es geklappt hat und warum es halt auch nicht geklappt hat. Und ich glaube, das erzählt die Serie sehr, sehr gut und da ist für jeden was dabei. Genau. Gut. Für mich war es so eine Neuentdeckung. Ich denke mal, das wird vielleicht vielen anderen deutschen Zuschauern auch so gehen. Das freut mich. Wer denn mehr über dich erfahren möchte oder dich woanders noch sehen möchte, gibt es da noch Programmtipps vielleicht, wo man in welchen Projekten oder Filmen man dich sonst noch sehen kann? Also ich habe angefangen mit Fünf Freunde, Vier mit Mike Marzuk. Da habe ich eine Hauptrolle gespielt, das war meine erste Rolle. Und seitdem, ja, Blutige Anfänger habe ich gedreht, Tatort habe ich gedreht. 7500 war bestimmt meine größte Rolle bis jetzt. Da habe ich die Hauptrolle mit Joseph Gordon-Levitt gehabt in einem Thriller von Patrick Vollrath. Und die ist auf Amazon Prime zu sehen. Also Ah ja. die werden mich auf jeden Fall finden Und dafür können, wenn gab es sie ja sogar wollen. einen Preis schon, ne? Richtig, Also richtig. den höchsten oder zweithöchsten Preis, den man in Österreich kriegen kann, glaube ich, ne? Richtig. Ja, vielen Dank dafür. Sehr gerne.